Willkommen zurück zu In-Between. Und ich habe hier eine Möglichkeit gefunden, etwas schneller durchzukommen, nämlich so. Jetzt kann ich hier nämlich genau gemütlich hochlaufen. Und diese Plattform ein letztes Mal benutzen, um hier runterzufallen und fast zu sterben. Hui, das war knapp. Was tue ich hier? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich will da hoch. Yep. Dann bin ich da hoch. Oh, mich vielleicht querstellen. Dann bin ich da ein bisschen Abstand habe und... Sehr schön. War doch gar nicht so schwer. Und jetzt habe ich mal wieder die Auswahl, ob ich den Abschnitt beenden oder weitermachen möchte. Und wie immer würde ich natürlich hier weitermachen. Es sei denn, ihr schreibt mir gegenteilige Kommentare, dass ihr nur die einfachen Levels sehen wollt. Kontrolliert alles. Kollision vermeiden. Türen offen halten. Kollision vermeiden? Aber da wirst du nie deinen Willen durchsetzen. Kontrolle ist nicht alles, so Unsinn. Du kannst doch nicht kontrollieren, ob du lebst oder stirbst. Moment. Hier runter. Hier hoch. Und dann fällst du bitte mal nach rechts und dann nach oben. Dann würde ich... Eigentlich... Ach so, ja, jetzt ist natürlich blöd. Jetzt hängt der da hinten. Eigentlich wollte ich ja hier rein. Hier kann ich doch quer stehen, ne? Genau. Hier wollte ich eigentlich rein. Das. Okay, das war dumm. Ah, richtig. Ich vergaß. Diese Sphären machen die Blöcke kaputt. Komme ich da nicht? Da komme ich doch rein. Erzähl mir doch nichts. So, und jetzt kann ich den gemütlich da nach hinten schaffen. Muss nur aufpassen, dass er nicht in die Stacheln fällt. Aber wie kriege ich den jetzt nach links? Gute Frage. Ich kann natürlich hier einfach das hier mal machen. Ja, aufpassen. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt zu weit nach links gehe, dann fliegt er natürlich hoch und damit potenziell in die Kugel rein. Ja, nämlich so. Verdammt. Ich wollte das nicht allzu spät machen, weil ich Angst hatte, dass die Kugel dann mich erreicht. Nun gut. Nein, das war dumm. Einmal hoch. Das war auch dumm. Ich muss immer wieder die Regeln neu herausfinden. Nein, muss ich nicht. Sie scheinen sich zu ändern. Nein, sie ändern sich nicht. Sie sind immer gleich. Ich stelle mich nur blöd an. So. Jetzt einmal rüber mit dir. Aber nicht am Ende in die Stacheln. Deswegen mache ich das Ganze abschnittsweise. Sehr schön. Höp, 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 nein. Oh. Ja, das hast du verdient. Das habe ich verdient. Okay, wie mache ich das? Ups. Da habe ich beinahe die Stacheln da hinten vergessen. Die sind ja auch fies, ne? Am Ende des langen Ganges. So, wie... Wo kann ich denn persönlich in Sicherheit stehen, wenn ich links bin? Ich glaube, ich kann da hoch, oder? Ups, das war nicht so toll. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich werde den mal ein bisschen hier rüberbringen, damit der da aufliegt. Und dann glaube ich, dass ich da hoch... Ja, kann ich, tatsächlich. Werde ich auch gleich tun, sobald ich den Block wieder geholt habe. Okay, das muss ich noch zusammen timen. Aber ich glaube dann... Dann habe ich es, glaube ich, raus, wie es funktioniert. Also, Block holen, Block hoch, Block zweimal nach rechts, Block gemütlich nach rechts holen.
kurz warten. Den hier machen. Kurz warten, bis die Sphäre aus dem Weg geht. Sehr schön. Was? Was? Warum fällst du nach oben? Was? Warum fällt er nach oben? Was soll das? Die Gravitation geht doch nach links. Warum geht er jetzt nicht? Ah, pass mal auf, ich probiere das jetzt mal aus. Ja, wenn ich hier sterbe, dann komme ich neu. Genau. Das wollte ich nicht ausprobieren. Nee, was ich ausprobieren wollte, ist das hier. Wenn ich mal den Block spiele. Ja? Dann müsste ich doch, wenn ich hier nach links komme, genau den hier machen. Ja, das ist genau das, was ich erwartet habe vom Block. Warum tut er das nicht? Deswegen, ja, ich verstehe. Deswegen habe ich das immer zweimal gemacht. Ich dachte gerade, das zweite Mal wäre unnötig. Nein, ist es nicht. Nein! Verdammt. Dieses Level schafft mich. Ah, jetzt komm schon. Du warst da unten drin. Warum klappt das jetzt nicht mehr? Warum klappt es beim ersten Mal, aber nicht beim zweiten Mal? Was soll das? Ich mache genau das Gleiche. Jetzt hat's wieder nicht geklappt. Okay. Ah, ich kann natürlich auch das hier tun. Nee, kann ich nicht. Okay, alles gut. Warum hat es gerade nicht geklappt? Das verstehe ich nicht. So, das funktioniert doch. Das funktioniert nicht. Das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ah, doch. So funktioniert das auch. Sehr gut. Ah, das gefällt mir. Kann ich jetzt, Nein, nach unten. Ah, okay. Aber, boah, wie schnell der nach oben beschleunigt wird, der Block. Ist ja übel. Eins, zwei. Beim zweiten Mal will ich das Quadrat erwischen, das mich nach unten zieht. So. Und jetzt habe ich... Okay, das klappt so auch nicht. Meine Güte, ist das schwierig. Was tue ich denn hier falsch? Das zum Beispiel mache ich falsch. Okay, ich mach das nochmal so wie eben. Das hat doch dann ganz gut geklappt eigentlich. So, sehr schön. Und jetzt würde ich gerne an der Kugel vorbei nach innen. Allerdings müsste ich dafür... Nee, alles gut, alles gut. Alles passt. So, jetzt einmal runterfallen bitte. So, ich würde jetzt nach links, dann will ich wieder nach unten und dann direkt wieder nach links, sobald die Kugel weggeht. Also jetzt. Ja, sehr gut, ich habe ihn. Jetzt muss ich ihn nur noch zum Anfang bringen. Da, wo... Na, verdammte Axt! Da muss er hin. Verdammte Axt. Ah, dieses ganze Koordinieren ist hier so anstrengend. Kann ich nicht den Block zum Ende bringen und selber die Tür offen halten? Geht das? Wahrscheinlich klappt das nicht. Oh Mann. Nee, bei mir ist gerade irgendwie die Luft raus, habe ich so das Gefühl. Ich gebe dem Ganzen mal noch einen letzten Versuch.
Ja, so viel dazu. Moment, Blödsinn, da will ich hin, ne? Schnell vorbei. So, wie gesagt, letzter Versuch. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Okay. Wie schaffe ich das? Ich will hier nach links. Dann will ich nach unten. Und dann wieder nach links und dann wieder nach unten. Das kann ich hier tun. Das könnte ich aber auch da oben links tun, wo der Block ursprünglich herkommt. Um das mal so zu sagen. Allerdings wird das wahrscheinlich zeittechnisch ein bisschen knapp. Moment. Nein! Nein! Er ist noch da, er ist noch da. Sehr gut, er ist noch da. Puh, hab ihn noch. Alles gut. Nichts passiert. Wie kriege ich ihn jetzt? Ach so, so natürlich. Natürlich. Ist natürlich gefährlich, weil wenn ich da nicht rechtzeitig zurückgehe, dann tötet mich der Block. So. Jetzt würde ich da gerne auf die andere Seite gehen. Dieses Blocks. Hierhin nämlich. Schön. Kann ich nämlich hier rüberschieben. Und dann sollte ich ihn, sobald die Kugel wieder weg ist, hochfallen lassen können. Und dann rüber und runter. Wow! Sehr gut. Letzter Versuch. Ich hab's gesagt. Letzter Versuch. Und damit würde ich mich dann auch hier verabschieden, denn wie gesagt, bei mir ist irgendwie die Luft raus. Dieses Spiel ist zwar gut, macht Spaß, aber es ist doch einigermaßen anstrengend und ich kann nie mehr als 2-3 Folgen am Stück aufnehmen. Das ist hier schon auch wieder die zweite. Es ist morgens kurz vor 8 und ich muss in die Arbeit. Ja. Gut, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und beim nächsten Mal schauen wir uns die letzten beiden Levels an. Werfe ich noch einen Blick rein? Na komm. Ich werfe noch einen Blick rein. Weil ich euch so lange gequält habe mit dem eben, gebe ich euch noch einen kleinen Vorgeschmack aufs nächste Mal. So sieht das Ganze aus. Aber mehr zeige ich jetzt auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.